So, willkommen zurück. Ich bin wieder auf der Straße unterwegs und ja, habe auch eine Crew gefunden. Also bislang nur einen in einer Crew, denn ich will ja auch noch Plätze für euch freihalten, habe ich ja gesagt. Ja, was machen wir heute? Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen für Zoe gearbeitet, aber auch nicht wirklich viel. Ich habe mir nur sozusagen meinen Türöffner verdient, um weitere Missionen fahren zu dürfen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir hier nicht ein bisschen was an Spaß haben können. Also wir fahren ein paar Punkte ab und in der nächsten Zeit werden wir dann die Missionen mit meiner Crew erledigen. So, und ganz wichtig ist, dass wir ein bisschen so das Handling vom Auto kennenlernen. So und nicht anders läuft das. So, wo fahren wir denn hin? Ja, da wollten wir nicht hin. Gut. Ja, wir fahren mal nach da vorne und gucken, was wir so für eine Mission machen können. Dann verbessern wir eventuell ein wenig unser Auto. Oh, hier ist noch eine Sehenswürdigkeit. Betreten. So, und Bugs verdient. Yay. Und da vorne geht's weiter. So, also wie gesagt, bewerbt euch doch einfach bei mir, um meiner Crew beizutreten. Und dann werden wir viel Spaß haben. Und ein bisschen hier die Gegend unsicher machen. Zum V8 aufsteigen und so. So, wo fahren wir hin? Wer ist denn da vorne? Rimac One. So, so. Ah, Moment, wir wollen hier rein. So, hier ist auch noch ein Punkt, an dem wir noch nicht waren. Okay, da fahren wir nochmal dran vorbei. So, betreten. So, Highland Park. Sehr gut. So, noch offener Platz für Crewmitglied 3 und 4. Ihr seht es, da steht's. Und was haben wir hier? Lasst uns ein bisschen Spaß haben. Autohändler Detroit. Nein. Da wollen wir nicht hin. Wir fahren zu einer Aufgabe, die dort unten leuchtet. So. Wie gesagt, am Anfang erstmal so ein wenig die Stadt erkunden. Ein bisschen Spaß haben mit allen. Vielleicht auch vor der Polizei fliehen. Man weiß es nicht. Dafür fahren wir aber viel zu ordentlich. Schauen wir mal. Ah. Passiert gar nichts. Weg. Weg. Nee, auch hier passiert nichts. Ah, aber da war eine Mission. So, nächste links, dann sind wir da. So, was gibt's denn hier? So. Alles klar. Belohnung, Einschränkungen. Von A nach B. Schließe eine Sonderlieferung für Troy ab. Aber sie darf keinen Kratzer abbekommen. Natürlich nicht. Bester Freund, Herr Einsiedler. 14.051 Punkte. Ja, Kratz dafür. Und was kriegen wir? Wir bekommen Reifen, für die wir absolut gar nichts haben. Von denen wir absolut gar nichts haben. Ich will dir was sagen. Ich habe hier eine Lieferung für einen Spezialkunden. Okay. Spezialkunde? Schmierst du einen Richter oder was? Was in der Art? Achte auf deine Schadensanzeige. Natürlich. So, schicker Wagen. Das bin im Übrigen ich. Sei vorsichtig damit. Eine Schramme in den Wagen und ich mach dich fertig. Alles klar. Banter Jazz.
So, sehr gut. Okay, ich sag's dir nur einmal. Liefer den Schlitten ohne Schramm ab. Alles klar. Das ist ein Performance-Schlitten. Ein bisschen schneller als der Kühlschrank. Der ist für Asphalt. Kannst ihn durchtreten, aber machst du ihn kaputt. Das ist Ärger. Nein, ich mach ihn nicht kaputt. Geh weg. Okay, fahren wir auf die Gegenfahrbahn. Oh, 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 wow. Okay, immer schön aufpassen, Leute. Also die Steuerung von dem Auto ist ja wirklich beschissen hier. Man liegt vielleicht auch an meinem Lenkrad, man weiß das nicht. Nein, 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 das ist keine Schramme. Alles in Ordnung, Troy. Noch eine Minute, ja, ja. Und, für wen ist der Wagen? Wir haben hier ständig hohen 5-10-Besuch. V6. Ich plane V6. Ein oder zwei kleine Willkommensgeschenke. Spielt das Gefühl. Was ist mit dem V8? Kommt ihr auch mal? Noch nicht. Aber wenn ich mein V4 hab, vielleicht. Okay, mal sehen. Aber, Freunde, bald werde ich V8 sein. Scheiß Stau, bin gleich da. Scheiß Stau, bin gleich da. Das ist aber echt knapp von der Zeit. Oh, das werde ich nicht schaffen. Na bitte! Da vorne ist es. Nein! Verdammter Mist! Oh, fortfahren noch einmal. Okay, also, komm, das war jetzt keine Sekunde. So ein Scheiß. Okay, Einzel, los geht's. Liefere den Wagen ab. So, überspringen und los geht's. Dann probieren wir das noch einmal. Ich sag's dir nur einmal. Liefer den Schlitten ohne Schramm ab. Das da ist ein Performance-Schlitten. Ja, ja. Der ist für Asphalt. Du kannst ihn durchtreten, aber machst du ihn kaputt, gibt's Ärger. Ja, mit der Steuerung, wie gesagt, komme ich noch nicht so klar. Ich glaube, die ist viel zu direkt eingestellt. Fahr die Karre nicht zu Schrott. Nein, alles gut. Ist überhaupt nichts passiert. Alles gut, Troy. So, diesmal werde ich es schaffen, keine Sorge. Und für wen ist der Wagen? Wir haben hier ständig hohen 5-10-Besuch. V6. Ich plane ein oder zwei kleine Willkommensgeschenke. Schmiert das Getriebe. Was ist mit dem V8? Kommt ihr auch mal? Noch nicht. Aber wenn ich mein V4 habe, vielleicht. Vielleicht. Das soll ein Geschenk werden. Ja, ja. Hey, worauf wartest du? Scheiß Stau. Bin gleich da. So, noch 30 Sekunden. Du bist nah dran. Ich höre den Häuserblock schon. Oh, verdammter Mist. Yo, pass auf, wo du hinfährst, verdammt. Ach. Ja, alles gut. So ein Scheiß. Ich glaube, der Wagen ist ein bisschen kaputt gegangen. Nicht gut. Gar nicht gut. Das tut mir leid, Troy. Mission erfüllt. 5-10 in Silber. Reifen gewonnen, Stufe 2. Und wir werden nichts damit anfangen können. Tempobonus. Effekt plus 0. Also... wir schicken es ins Hauptquartier.
Sehr gut. Fortfahren. Rückkehr zum freien Fahren. Ja, Leute, so läuft das auf der Straße und nicht anders. Park ihn so, dass der V6 ihn auch gut sehen kann. Natürlich. Oh, ein Nicht schickes mehr Auto. lange, Junge. Sobald ich diesen verdammten Start schmeiße, kriegst du dein Tattoo und ich meine scheiß Yacht. Alles klar. Ja, so läuft das. Und da vorne haben wir doch auch schon die nächste kurze Aufgabe, die wir machen können. Okay, fahre schnell und bleibe auf der Straße. Oh Mann. Ah, der Goldwagen da vorne ist ein bisschen schneller als ich, kann das sein? Ich werde. Ach, komm schon, so ein Scheiß. Ach, Stufe 3, alles klar, Effekt, komm. Erstmal ausstatten. Tempotest 2. Nächste Medaille, alles klar. So, wie ist denn die Bestenliste? Junge, Junge, guck dir das an. Fortfahren. Also, ja, wenn ihr auch befreundet sein wollt mit mir, kommt einfach online und dann werdet ihr auch immer hier in meinen Kreisen rumcruisen. Ja. So, da vorne sind weitere Aufgaben. Und wie gesagt, wir müssen ein bisschen was an der Steuerung noch verändern. Die ist mir wesentlich zu direkt. Kurz angetippt und schon geht das ab wie Schmitz' Katze. Ja, Polizeiüberwachung. hab einen Job für dich. Irgend so ein Penner mit einer fetten Karre spielt sich in meinem Revier auf. Team die Ohren lang. Ja, Location ist das auf der meine ich. Karte. Kurz ein bisschen gewackelt und schon fliegt mir hier alles um die Ohren. So, was haben wir denn hier? Ach, verdammt. Okay. Bam, komm weg hier. Sprungtest. Das machen wir noch mal. Na gut. Silber. So, was haben wir bekommen? Motorenkern. Okay, ausstatten. Wunderbar. Und weiter geht's. Was haben wir denn hier vorne? Oh, wir haben keinen Offroad-Wagen. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. So, hier waren wir schon mal, ganz am Anfang, erinnert ihr euch? Und was haben wir denn hier Schönes? Beutetest. Okay, irgendwas müssen wir hier kaputt machen. Also ehrlich, der Goldwagen da vorne, der geht aber gut ab.
Na gut, Bronze. Ausstatten. Differential gewonnen. Yeah, so läuft das. So läuft das. Nun gut. Den Punkt da vorne nehmen wir uns noch mit. Du hast ein Einschüchterungsdate. Hast du nicht vergessen, oder? Nein, Mann, ich bereite mich nur vor. Nein, Mann, ich bereite mich nur vor. Keine Sorge, sobald meine Crew online ist, wird's hier richtig abgehen. Und in der Zwischenzeit sammeln wir ein paar Bugs ein. Na? So, und weitere 2000 Bugs gesammelt. So, besuche 10 Sehenswürdigkeiten haben wir gemacht. So, wo wollen wir denn zurück? Zurück zum Hauptquartier. Okay, alles klar. So, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann vielleicht schon mit euch als Crew. Bewerbt euch bei mir unter diesem Video. Wir werden uns sehen. Macht's gut. Tschüss.